Mich wundert es ehrlich gesagt, dass Sie sich da nicht genieren, wenn Sie über Einkommen zum Auskommen reden, denn ich weiß gar nicht, wie oft Ihre Genossen am 1. Mai schon von diesem Balkon hinunter gewachelt haben, sich darüber aufgeregt haben, dass die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau so groß sind, dass die Pensionisten so wenig haben, dass die Gehälter, die Löhne so niedrig sind, dass man davon nicht leben kann. Und Jahr für Jahr bejammern Sie das wieder, obwohl Sie in der Regierung sitzen, obwohl es Ihre Gewerkschafter sind, die diese ganzen Lohnverhandlungen führen, wo unterm Strich dann immer weniger herauskommt. Das ist ja das Verlogenste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Sie können übrigens auch gerne, ich habe eine ganze Liste von Anträgen der Freiheitlichen Partei mit, da geht es also gegen die Ostöffnung des Arbeitsmarktes, sektoraler Schutz des österreichischen Arbeitsmarktes in besonders gefährdeten Nischen, eine Durchforstung des AMS-Schulungswesens, denn Sie haben es ja so weit gebracht, dass, glaube ich, schon fast 2/3 derer, die in den AMS-Schulungen sitzen, Ausländer sind. Also alles das sind Entwicklungen, wo wir versucht haben, mit Anträgen dagegen zu steuern. Übrigens auch, wenn es um den Mindestlohn geht, Sie haben das alles im Parlament abgelehnt. So viel nur zur Wahrheit. Und dann können wir auch gerne darüber diskutieren, was da drinnen steht in Ihrem sogenannten Kriterienkatalog. Das finde ich interessant. Sie sagen mit der ÖVP, das geht irgendwie nicht mehr. Ja, also man kommt da nicht mehr zusammen, das Porzellan ist zusammengehaut. Dann lese da drinnen, unser Österreich-Verständnis heißt der erste Punkt. Und was steht drinnen? Ein ungeschränktes Bekenntnis zu den Sozialpartnern. Das heißt zum Kammerwesen, das heißt zur Zwangsmitgliedschaft. Ja, das ist das rot-schwarze Proportsystem, das die Leute bis hier heroben haben. Das ist in Ihrem ersten Punkt drin. Und Sie setzen das mit dem Österreich-Verständnis gleich. Dann geht es gleich weiter. Menschenrechte, wenn man sich das genau durchliest, da geht es Ihnen um die Menschenrechte von allen und jeden, aber offenbar nicht um die Menschenrechte von Österreichern, die da in diesem Land schon langsam zu Fremden in der eigenen Heimat werden. Ja, und Sie rollen gemeinsam mit der ÖVP den Islam auch noch den Teppich aus.